Grüße, liebe Bastler. Ich hatte jetzt bei YouTube und bei Facebook meine Kulissenkarten reingestellt und wurde gefragt, ob ich nicht eine Schablone hätte. Ich zeige euch jetzt im Schnellverfahren, wie man die selber schnell und einfach herstellen kann. Also, so sieht sie aus. Man kann sie auch andersrum drehen und innen drinnen dekorieren, dass man draußen das Farbige habt, oder ihr nehmt gleich zwei Farbiges. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Ihr braucht dazu ein Stück Papier, 25 x 25 cm. Sollte mindestens so wenigstens 200 Gramm, 220 oder schwerer sein. Dann nehmt ihr das Papier und faltet es einmal so und einmal so. Ich mache es nochmal mit meinem Stift, dass ihr es seht. So, dann sieht das so aus. Dann habt ihr ein Kreuz. Dann nehmt ihr ein Lineal und geht von der Mitte bis hier zum äußersten Punkt. Da macht ihr nochmal eine Falzlinie rein. Ja, das sieht man. So, dann habt ihr auf alle Fälle diesen Falz erstmal. Sieht man ein bisschen schlecht. Dann nehmt ihr einen Zirkel oder was anderes, was ihr habt, stecht ihn mit rein und zieht dann diesen Halbkreis. Seht ihr? Das ist denn das, was ihr ausschneidet. Machen wir mal schnell nach. So, und hier gegenüber dem Halbkreis, da schneidet ihr rein. Jetzt habt ihr erstmal einmal so, immer schön die Falze nachmachen. Und das hier geht nach innen und nach außen, je nachdem, was ihr für eine Seite haben wollt. Seht ihr, dann klappt ihr die zwei zusammen und schon habt ihr diese Kulissenkarte. Wer Papier sparen will, der macht sich hier ein Stück raus, das praktisch die Seite und die unterste Seite noch stehen bleibt, und das Stück hier, das könnt ihr euch dann sparen, für was anderes nehmen. Das dekoriert ihr euch nach eurem Geschmack. Papiere gibt es genug. Macht noch ein 3D-Foto rein, schaut das Video an oder die Bilder. Wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und schaut öfters mal bei mir rein. Bis denne!